Hallo ihr Lieben, mich würde mal was interessieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt oder nicht. Und zwar, ich weiß, dass es in jedem Bundesland anders ist. Ich habe ja auch schon einige Bundesländer bereist. Ich lebe ja jetzt in Hessen und in Hessen ist es halt jetzt so, dass jeder Haushalt quasi einen festen Betrag zahlt für die Müllentsorgung. Es muss halt angegeben werden, wie viele Personen im Haushalt leben, dann eben welche Tonnengröße und dann kriegst du einen festen Preis. Ich habe mich nur gewundert, weil vor 2 Jahren sind die Tonnen hier gechippt worden, wo es ursprünglich hieß, ja, das ist da, um, also dazu da, um zu wiegen und genau zu gucken und danach abzurechnen. Ich habe inzwischen in Erfahrung gebracht, das ist nicht der Fall, sondern Tatsache nur zwecks Kennzeichnungen, damit man es zuordnen kann. Das heißt, jeder Mensch zahlt hier quasi einen festen Betrag für die Tonnen, egal ob die Leerungen stattgefunden haben oder nicht. Ja, beispielsweise die schwarze Tonne wird ja hier alle 2 Wochen geholt, dann eben die blaue einmal im Monat und die Biotonne im Wechsel eben zur Restmüll, also schwarze Tonne dann. Bio ist hier braun. Und selbst wenn du bis jetzt, ja, jetzt haben wir ja Mitte Februar, die Tonne erst einmal hast leeren lassen brauchen, zahlst du jeden Monat jede Leerung. Finde ich persönlich ein bisschen ungerecht, denn warum soll man ja Leerungen zahlen, die nicht stattgefunden haben? Ja, wenn jetzt Menschen sparsam sind und eben nicht alles Mögliche dann in die Tonne hauen und warum soll man dann im Endeffekt die Gebühren dafür zahlen? Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern tatsächlich auch der Fall ist, dass man die Zahlungen nur leistet in der Form, ja, wie oft geholt wurde. Und in anderen gäbe es wohl auch wieder, dass Tatsache abgewogen wird. Gerade im Sommer beispielsweise Restmüll oder so. Oder Bio dann in dem Fall auch, wenn, ja, das stinkt ja dann. Von daher tut man dann ja auch schon gern mal die Tonne rausstellen, wenn sie erst halb voll ist. Hauptsache weg, damit es kein Viechzeug anzieht. Aber dann ist es gewogen, ja, und dann geht es eben nach der Menge. Deswegen, es würde mich mal interessieren, wie ist das bei euch? Zahlt ihr wie jetzt Hessen quasi einen Pauschalbetrag, eine Person zahlt so und so viel für die und die Tonnen, 3 Personen zahlen so und so viel und fertig, egal ob ihr es genutzt habt oder nicht, oder wie ist es bei euch? Und dann würde mich auch interessieren, wie steht ihr dazu? Denn ich persönlich finde es eben nicht korrekt, da ich tatsächlich auch Leute kenne, die ja sehr, sehr verschwenderisch sind und wo die Tonne fast jede Woche überläuft. Keine Ahnung, was sie machen, aber egal, ist ja auch ja, völlig egal. Mich würde es halt deswegen auch von eurer Seite her interessieren, wie es bei euch ist und wie ihr dazu steht, weil wenn mehrere sagen, so wie ich das eben auch gerade sage, ich finde es nicht richtig und das sollte angepasst sein, so wie es Tatsache ist, würde ich nämlich das auch wieder beim Bundestag einreichen. Aber dafür würde ich eben erst gern eure Meinung zu wissen wollen und wie es eben bei euch ist. Okay, dann bin ich mal gespannt, was ihr alle so mitteilen werdet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag, tollen Abend. Wir hören und lesen uns und ich hoffe, ihr schreibt recht fleißig dazu. Weil, hey, ihr wollt immer, dass ich was unternehme. Dafür brauche ich aber auch teilweise eure Mithilfe. Und jetzt hier in dem Fall brauche ich die definitiv. In diesem Sinne, macht's gut!